Gerhard Blabol begrüßt Sie zu einer neuen Ausgabe der Sendung mit Künstlern auf Du und Du. Gespräche unter Künstlerkollegen mit Schriftstellern, Regisseuren, Musikern, Bildhauern, Kabarettisten, Komponisten, Dirigenten, Schauspielern, Malern und Karikaturisten. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Wir haben heute einen der ganz Großen aus dem österreichischen Karikatur- und Cartoon-Betrieb, den Gerhard Haderer. Servus, Gerhard. Ja, hallo, servus. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du hast extra den Weg nach Wien gemacht. Du lebst ja in Linz oder in Leonding genau genommen. Nein, das ist Linz. Ah, ist es in Leonding bin ich nur geboren. Es ist zwar nicht weit weg von Linz, aber es ist trotzdem eine andere kleine Stadt. Was ist das Schöne an Linz? Linz ist fürs erste Mal überhaupt nichts besonders schön, würde ich mal so sagen, sondern es ist einfach eine lebendige Stadt. Es ist eine Stadt, wo ich immer gern mit Menschen ausgetauscht habe, deswegen, weil das halt meine Leute sind, ja, weil die wirklich unmittelbar sind. Sie sind nicht ganz so verbogen wie zum Beispiel Salzburger, wo ich ja 14 Jahre gelebt habe in Salzburg. Und bin dann freiwillig in diese Richtung wieder geflüchtet. Das heißt, Linz ist wirklich mein Boden. Es ist eine lapidare Stadt. Mit einigen schönen Ecken, gebe ich zu, ja, aber fürs Erste gibt es also wenig Freunde, von denen weiß ich, steigen freiwillig in Linz aus dem Zug aus, um sich die Stadt anzuschauen. Naja, so am Hauptplatz in der Gegend rundherum, das hat schon wirklich Charme. Es sind ein paar alte, schöne Häuser mit romantischen Innenhöfen. Ist das nichts für dich? Naja, sicher, das ist die Postkartenidylle, ganz klar. Es gibt einige nette Ecken, sage ich ja, so wie sie jede Stadt hat, aber die Qualität von Linz liegt woanders. Das ist diese Unmittelbarkeit einer Arbeiterstadt. Ja. Es gibt immerhin die großen Betriebe wie die Föst und so weiter. Und mit einer kleinen bürgerlichen Schicht überzogen ist das die Struktur der Stadt. Und das hat was sehr Ehrliches. Und mit dieser Gradlinigkeit kann ich wirklich viel anfangen. Deswegen habe ich mich in Linz entschlossen zu bleiben. Ja, alle vernünftigen Leute trifft man sowieso. Und meine regelmäßigen Ausflüge rund um Linz herum sind auch klar. Und aus diesem Grund ist es ein gutes Leben, wenn man so ein bisschen verhalten in der Etappe wohnt. Das Ehrliche und Geradlinige findet sich ja auch in deiner Arbeit wieder. Also ich habe von vornherein klargestellt, dass das, was ich mache, ab 33 übrigens erst, dann habe ich gestartet. Ja, das hat was zu tun mit mir, mit meinen Beobachtungen und das stelle ich zur Diskussion. Na, bis 33 warst du Werbegrafiker, kann man das so sagen? Ja, sowas Ähnliches war ich, Illustrator eigentlich, ja, weil es gab eine Zeit vor dem Photoshop, was man heute für unmöglich hält, ja, aber es ist so, und da gab es tatsächlich die Zeichner und Maler, die hochbegabt waren, fotorealistische Bilder zeichnen und malen konnten, und das hat der Werbeindustrie natürlich unglaublich imponiert, ja, solche Leute waren gesucht, und so war ich auch gesucht, aber ich habe mich halt dann irgendwann einmal gefragt, bitte, was machst du da für einen Ramsch? Für diese Art von Konsumgesellschaft, in der wir da sind und so weiter. Also große Themen aufgetaucht plötzlich. Und dann habe ich mir gedacht, na eigentlich weiß ich mittlerweile schon so viel über diese Szene, über diese Werbeszene und über all ihre Verbogenheit und so weiter. Das mache ich zum Thema meiner Cartoons. Und siehe da, schon waren die ersten Cartoons fertig. Und schon waren die ersten Proteste da. Ja, das ist mal selbstverständlich, aber es ist ja auch so gewesen, dass ich dann in meiner Zeit schon als Werbeillustrator von einigen Auftraggebern gehört habe, irgendetwas stimmt da an ihrer Idylle nicht ganz. Ja, also die Menschen hatten einen Ausdruck plötzlich, der nicht mehr ganz eindeutig positiv war, wenn sie da also gequält mit ihren Einkaufstaschen durch die Gegend hirschen und so weiter, das sind meine Cartoons geworden. Also es war schon auffällig, dass sich da was entwickelt und diese Entwicklung habe ich zugelassen, meiner Liebsten gesagt, so ab heute gibt es kein Geld mehr zu verdienen, machen wir was anderes, jetzt wird einfach wirklich engagierte ja, Zeichnung oder Comics oder was immer das ist, gemacht und dass es dann jedenfalls dazu kam, dass es jemanden gab, der sofort gesagt hat, her mit dem, den veröffentlichen wir in einer Zeitung, war für mich eine Riesenüberraschung, aber es ist bis heute immer noch so, dass das anhält. Wer waren die Ersten? Naja, damals gab es eine absolut ernstzunehmende politische Zeitung namens Profil. Kann nicht sicher sein, ob das heute noch so ist, weiß es nicht mehr. Das war natürlich erst eine blöde Spitze. Selbstverständlich gibt es die Zeitung noch, aber damals war das wirklich eine Macht im Staat. Man sagt ja die vierte Macht im Staat eigentlich, eine wirkliche Kontrollinstanz, auch politisch. Und wenn es eine Zeitung gibt, die man auch selber gerne liest, haben wir gedacht, mit so einer habe ich auch Lust zu arbeiten. Das war der erste Kontakt.
damals. Ein Chefredakteur namens Peter Michael Lingens hat mich entdeckt und war völlig verblüfft, weil er gesagt hat, ja, ich habe da einfach irgendwas gesehen, warum kenne ich Sie nicht? Und ich habe dann ganz einfach, weil er nicht im Profil veröffentlicht wäre. Ja, wollen Sie das denn? Und das war unser Vertrag. Echt? Ja, das war unser Vertrag. Ich habe nie was unterschrieben oder so, habe immer nur gesagt, also wenn ihr das haben wollt, dann brenne ich für euch und mache das. Das ist großartig, wenn es Menschen mit Handschlagqualität gibt, die könnte man sich heute halt mehr wünschen. Ja, absolut, das ist ganz klar. Aber es ist ja immer so gewesen, dass ich meine besondere Qualität, die ich irgendwann einmal erreichen werde, ja, hinter der ich immer noch her bin, aber irgendwann werde ich sie erreichen, schützen wollte. Ja? Und dazu kommt es, dass man einfach völlig sauber klarstellt, also ich reiße mir für euch erst das Herz auf und liefere die Seele ab in dem, was ich zeichne, aber wenn ihr das nicht abdruckt, kommt nichts mehr von mir. Und das hat eine Art von Vertragsqualität. Und das haben nicht nur in Österreich, sondern auch rundherum im deutschsprachigen Raum einige Zeitungen verstanden. Jetzt haben wir so viel über das Thema Arbeit und Schweiß und Herz geredet, dass eigentlich aus deiner Musikliste nur ein Lied in Frage kommen kann, oder? Die Arbeit. Ne? Die Arbeit ist eine wunderbare Ballade eigentlich von Bruce Springsteen, die der Günter Brödel für den Willi Resetaris, den Osman Kurti, grandios übersetzt hat. Das würde ich mir dazu wünschen. Ja, der Günter Brödel viel zu früh verstorben und der Osman Kurti, der Willi Resetaris, vor kurzem ja leider auch. Du hast den Willi Resetaris gekannt. Also nicht sehr eng. Ja, ich hatte viel zu viel Respekt, um da einer seiner Groupies zu sein und hinter der Bühne auf ihn zu warten, habe ich nie gemacht. Aber natürlich hat sich einmal ein sehr vernünftiger und schöner erwachsener Kontakt ergeben. Aber Arbeit, das ist die Arbeit. Ja, diese Nummer ist mir schon ans Herz gewachsen. Er beschreibt damit ja eigentlich nicht nur die Lebensbiografie seines Vaters, sondern auch meines Vaters. Ja? Und er sagt, ja, ja. Und der Günter Brödel aber sagt, eigentlich geht es um seinen Vater. Also so ist das. Diese Art von Arbeiterschicksal haben viele erlebt in der Generation vor uns, würde ich mal sagen. Aber ich komme jetzt einmal ganz egoistisch wieder auf mich selber, weil es ist so, ich glaube, ich habe noch nie was gearbeitet in diesem Sinn. Ja? Also ich habe noch nie meine Zeit weggeschmissen, um Geld zu verdienen, sondern das, was ich mache, kommt aus einer anderen Motivation heraus. Das ist pure Lust. Ja? Und ich warte auf den Augenblick, wenn es in Arbeit ausarten sollte, weil dann hört sofort auf und mache was anderes. Das ist versprochen, aber ehrlich. Ja. Ja. Was sagt da deine Liebste dazu, wenn du der Arbeit ausweichst, wo es geht, unter Anführungszeichen? Naja, es passiert ja aus dieser Lust an der Tätigkeit in meinem Fall sehr vieles. Ja, also es ist nicht so, dass ich unproduktiv bin. Also ich glaube sogar, dass ich karnickelartig da seit Jahrzehnten meine Cartoons mache. Aber das ist natürlich wirklich so, dass das für mich ganz spielerisch geht, aus dem Handgelenk, easy geht. Ja, und Gedanken sind, die einfach in der Luft liegen, die ich mit anderen austausche. Und in meinem Fall habe ich keine bessere Sprache als die Zeichnung, um sie umzusetzen. Du hast ja einen sehr regelmäßigen Arbeitsrhythmus. 3 Tage in der Woche oder so, glaube ich, sind fürs Arbeiten reserviert. Ja, das ist so jetzt sehr flexibel, weil die 3 Tage sind reserviert, das stimmt. Und das wäre ein absoluter Glücksfall, wenn ausgerechnet in diesen 3 Tagen mir was einfallen würde, was nicht der Fall ist. Sondern ich beschreibe nicht, wie ich diese Tage verbringe, die der Arbeit sozusagen gewidmet sind. Da sitze ich herum und skizziere einfach irgendwas oder so. Aber das mache ich ja auch abseits dieser Tage. Das heißt, ich nehme schon diese Disziplin, habe ich schon, dass ich mir einen Tag mal nehme, wo was ausgeführt wird. Also das ist, und ich brauche auch diese Kleinteiligkeit. Ja. Ich würde niemals den Roman des Jahrhunderts zeichnen. Es gibt mittlerweile ja auch schon Graphic Novels, die das machen. Schaffe ich nicht vom Volumen her, sondern ich brauche eine bestimmte Kleinteiligkeit, eine bestimmte Spontanität auch. Denn Gedanken, die mich heute wirklich beeindrucken, können morgen weg sein oder ganz anders sein und da möchte ich wieder sofort reagieren können drauf. Auch Aktualitäten? Ja, selbstverständlich ist das so. Man ist eigentlich, wenn man so will, ein Chronist seiner Zeit. Ja, also nichts anderes würde ich zulassen als Definition. Solange man diese Naivität hat, ja, und vielleicht auch sogar manchmal diesen naiven Gedanken zu glauben, man kann den einen oder anderen dazu ermutigen, sich auch mal mit dieser Sichtweise zu beschäftigen, dann ist das auch schön und trägt das Ganze. Ja. Wie kann man sich diese Naivität bewahren? Es ist jetzt gerade gar nicht so einfach. Also im sehr privaten läuft ein Programm bei uns, das heißt, wir wollen uns
eine bestimmte Art von Restfröhlichkeit erhalten. Aber da muss man was tun dazu. Also sowas passiert nicht mehr von selber. Es ist nicht so, dass man aufsteht, die Sonne sieht und strahlende Tage versichert, sondern wir müssen wirklich diese fröhliche Stimmung uns erarbeiten. Ja? Dazu passiert viel zu viel in dieser Welt, das ist ganz klar. Die Weltuntergangsuhr, wie ich heute wieder gehört habe, steht auf 90 Sekunden vor 12. Das macht es schon seit 3 Jahren zwar, aber wir sollten es jetzt ernst nehmen, weil es gibt von einem Bulletin von American Atomic Scientists, die jetzt gerade wieder festgestellt haben, es genügt ein kleiner Funke und wir haben einen Atomkrieg. Naja, also mit dem Gedanken muss man sich erstmal leben. Wir tanzen da auf dem Vulkan herum und trotz allem, wie gesagt, eine Art von Grundfröhlichkeit zu erhalten, ist mit Hilfe des Humors, wenn man den hat, auch möglich. Wie passt deine Grundfröhlichkeit zu deiner Unterschrift Hades, dem Gott der Unterwelt? Ja, also es leben die Kontraste. Ja, also das ist schön, wenn Feuer und Wasser aufeinander trifft, Feuer und Eis vielleicht sogar, ja, dann passiert ja was. Und so darf man auch meinen Cartoons nicht unterstellen, dass sie oberflächliche Witzchen sind. Ich weiß nicht genau, wie ich schon mal einen Witz gezeichnet habe. Es war nie eine Absicht. Ja. Weil dazu ist mir mein Talent zu wichtig. Also ich halte mich auch für verantwortlich in dem, was ich mache. Mhm. Und hin und wieder darf man in einer sehr oberflächlich angelegten, manchmal sogar heiteren Zeichnern auch einen Gedanken vermuten, der mitschwingt und der das ganze Blatt erst zum Tragen bringt. Also diesen Anspruch habe ich ganz einfach mir selber gegenüber. Und ich denke, ja, also bei genauerer Betrachtung kann man das schon so lesen. Dann würde ich sagen, hören wir wieder Musik. Was aus deiner Liste würdest du uns denn als nächstes spielen wollen? Einen absolut optimistischen Titel einer Dame, die ich sehr schätze, heißt Eva Jancic und nennt sich Gustav. Und sie singt Rettet die Wale. Gerhard, du hast vor ungefähr 20 Jahren ein Buch herausgebracht, das dich in einen intensiven Dialog mit dem Bischof Laun in Salzburg gebracht hat, Das Leben des Jesus. Was hat den Laun so gestört an dem Ganzen? Also die Psyche des Herrn Laun kann ich jetzt nicht wirklich analysieren, ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß nur, dass ich aus einem katholisch sozialisierten Umfeld stamme, wie man so sagt. Ja. Also für mich war das schon ein Thema. Ich habe geschaut, wie die sogenannten Katholiken da mit ihrer eigenen Religion umgehen und habe gemerkt, da ist ja eine Menge Heuchelei damit verbunden und wenige sind wirklich aufrechte Christen und so weiter. Und aus diesem naiven Gedanken, nachdem ich ja Kinder auch habe, also 4 Stück eigentlich, kann man sagen, circa. Nein, Blödsinn, also 4 sind es natürlich. Und die 4 sind aufgewachsen und teilweise also sehr sonnige Kinder. Ja, und dass es dann in der Volksschule dazu kam, dass man meinen Sohn unbedingt abziehen wollte, da jetzt für die katholische Jugend, ist mir die Nerven gerissen sozusagen. Ich habe gesagt, jetzt muss ich was machen zum Thema. Und das Thema war für mich ein Kinderbuch, ein für Kinder lesbares kleines Büchlein zu machen, in dem man nur sanft einmal die Frage stellt, ob man denn die eigene Position innerhalb der Kirche nicht auch hinterfragen könnte, ob es wirklich um Macht geht, unbedingt, ob es tatsächlich um diese Art von negativ drohender Religion unbedingt sein muss oder ob es nicht auch andere Wege geben könnte. Das habe ich in ironischer Form gebracht. Ein Bischof in Salzburg, dessen Namen ich erst nicht kenne, aber ich habe ihn gerade gehört vorher, hat dann geschrien, Hadra muss ins Gefängnis. Ja, Hadra wollte nicht unbedingt ins Gefängnis. Deswegen habe ich auch die Aufforderung zu einer Entschuldigung abgelehnt. Habe mich nie entschuldigt für dieses Buch. Und was dann daraus geworden ist, ein veritabler Skandal, der sich nur dadurch erklärt, dass das vor 20 Jahren stattgefunden hat. Heute in dem Umfeld, in dem wir heute leben, mit diesen internationalen Kriegen, die sich immer wieder auf Religion berufen, ist es lächerlich, dieses Büchlein. Es war damals schon lächerlich und ist es heute auch noch. Was nicht lächerlich war, das ist die Absicht von manchen Mächtigen in diesem unseren Land, ja, diesen Hadra da mal ruhig zu stellen. Es ist nicht gelungen, würde ich sagen. Er ist nicht ruhig gestellt worden, aber es war natürlich insgesamt schon bedrohlich.
sage ich jetzt mit viel Abstand, aber es ist Geschichte und ich mag zu dem Thema eigentlich gar nicht mehr weiter drüber nachdenken. Ich kann mir schon vorstellen, dass einen das beschäftigt hält. Du hast ja insgesamt so um die 30 Bücher geschrieben. Eines davon beeindruckt meine Familie ganz besonders, dass du mit dem Peter Turini gemeinsam gemacht hast, auch ein Kinderbuch, ein Bilderbuch. Das heißt, glaube ich, manchmal ist ein Fasan eine Ente. Die sogenannte Fasanente ist dadurch entstanden. Der Peter war mir immer ein bisschen neidig, dass ich diesen Begriff gefunden habe dafür. Das ist einfach ein Buch, wo ein ganz einfacher Dialog stattfindet zwischen einem 6-jährigen Kind und dem damals an die 70 Jahre alten Peter Turini. Und das, was sich da abspielt und wie er vor allem im Text ständig dieses kleine Mädchen hofiert oder zu fantastischen Höchstleistungen, auch sprachlich, ja, ermuntert und wie er spielt damit, das ist für mich ein wirkliches Ereignis gewesen. Ich habe es gesehen, ich habe diesen Text gesehen, innerhalb kurzer Zeit wurde das durchillustriert und es ist ein Buch, das ich mit meinen Enkeltöchtern im Augenblick sehr gerne lese. Ich denke, es ist aber nicht nur ein Buch für Kinder, es ist auch ein Buch für Erwachsene. Also du und ich, wir beide sind ja ungefähr im gleichen Alter. Es ist faszinierend, auch für mich zu lesen. Ja, ich finde das Gleiche. Also es ist wahrscheinlich auch in meinen Illustrationen so ähnlich. Es hat auch alles eine die Absicht, für Kinder verständlich zu sein. Das ganz ehrlich, das ist keine einfache Übung, dass man immer Kindern die großen Dinge mit einfachen Worten erklären kann, muss man wirklich sich bemühen drum. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass man auch mit seiner eigenen Persönlichkeit auftritt, eigene Beobachtungen einfließen lässt und auch das ist in Peters Sprache natürlich hundertprozentig gelungen und das macht es so charmant, weil es tatsächlich ein ehrliches kleines Buch ist. Also man spekuliert jetzt nicht und verkleidet sich nicht als Kind, indem man da irgendwas schreibt, von dem man glaubt, dass Kinder das lustig finden. Nein, Kinder finden manches, was wir völlig alltäglich sehen, wir Erwachsenen, zum Schreien komisch. Und sie haben recht damit. Kinder sind ja häufig dann ungehorsam, wie man ihnen unterstellen möchte. Und du hast da sogar eine Schule des Ungehorsams gegründet. Ja, selbstverständlich, weil ich der Meinung bin, dass Gehorsam per se der Gegenpol ist. Und wir brauchen keine gehorsamen Menschen, wir brauchen aufgeklärte, mündige Bürger, die sich einmischen, damit sie dieses Pflänzchen, das man da noch ein bisschen spürt im Augenblick, nämlich unsere demokratische Grundverfassung, erhalten können. Denn die steht im Augenblick wirklich zur Disposition. Bitte nicht kleinreden, sondern im Augenblick ist es dringend angesagt, dass sich ungehorsame, also mündige Bürger, die eigene Gedanken auch hinterfragen können, die diese Qualität des Ungehorsams auch schulen, weil ich bin nicht der aufruft, auf die Straße zu gehen und herumzuplärren, obwohl es im Augenblick notwendig ist, dass sich auch viele Demokraten dazu bereit finden, auf die Straße zu gehen, einfach um diese Optik zu brechen, ja, die einfach heißt, nur die Rechten demonstrieren ständig auf unseren Straßen, wie wir in Deutschland gesehen haben, ist das nicht so. Also diese Schulung, dieses wirkliche Kultivieren des Ungehorsams ist, glaube ich, eine unbedingt notwendige Grundübung für jeden Demokraten. Ja, ich bin mit dabei. Ich gehe beim Parlament demonstrieren. Was hören wir denn von dir Musik? Also zum Demonstrieren haben wir ja nichts dabei. Na, zum Demonstrieren haben wir nichts. Aber wenn wir schon über Gehorsam reden und über diese Klackeriertheit, wie die Oberösterreicher sagen, dann hätte ich gern die Adwänger zu dem Thema. So, Gerhard, du hast vor langer Zeit einmal für eine Zeitschrift namens MOF gezeichnet. Da hast du aufgehört und hast dann später wieder irgendwann damit angefangen und die ist auch eingebunden in eine Webseite, die heißt Scherz und Schund. Was sagt uns denn das? Da bin ich jetzt wirklich an meiner Achillesferse angelangt, weil immer wenn das Blödeln überhand nimmt, dann ist man verletzbar, logischerweise. Aber ich muss sagen, dieses MOF-Projekt ist tatsächlich aus einer unglaublichen Blödlerei entstanden. Sie hat damit zu tun, dass ich als kleines Kind schon immer in der Schule von der damaligen Frau Lehrerin, kann ich mich noch erinnern, einer wunderbaren Frau, die ich dann später auch getroffen habe, immer geschimpft worden bin dafür, dass ich Schundhefteln lese. Ja, Schundheftel, das war tatsächlich einmal ein absoluter Begriff, den man lange Zeit getragen hat, mit Schmutz und Schund war
was, also vollkommen beschrieben. Und man hat die Kinder gestraft, wenn sie sowas gelesen haben. Am Ende des Schuljahres, wenn diese Hefte konfisziert wurden, vorher schon, haben die Eltern kommen müssen, haben das wieder auslösen dürfen. Ja, also das war wirklich für mich jedenfalls an der Tagesordnung. Und ich habe mir damals geschworen, wenn ich groß bin, ja, dann werde ich mich rächen und mein eigenes Schundheftel bringen. Jetzt bin ich zwar nicht groß geworden, aber alt bin ich geworden und habe das dann einfach spielerisch einmal gemacht. Das war im Jahr 1996, haben wir gesagt, oder 97, und habe ich gesagt, na gut, das machen wir mal 2 Jahre als Experiment, weil damals war es eben so, dass meine bunten, opulenten Cartoons in Museen gefeiert wurden. Ja, also man hat das halt einfach übertrieben ausgestellt überall, und ich habe mir gedacht, na, also verklären möchte ich mich jetzt nicht lassen. Ich muss einmal das Gegen eine Gegenebene finden. Also ein Stück weißes Papier, ein Stift, Ende. Wie geht's dann? Und daraus sind ganz einfache Schwarz-Weiß-Cartoons entstanden. Und diese Schwarz-Weiß-Cartoons werden gesammelt in einem kleinen briefformatigen Bändchen, und das heißt MOV. Und ich habe unterschätzt, wie das greift. Das war mir einfach wirklich nicht klar. Ich habe mir gedacht, da geht es jetzt um eine blöde Leute zwischen 3 Leuten, die sich da einen Spaß machen. Nein, es gibt mittlerweile eine richtige MOV-Gemeinde, denn nach dem ersten Experiment, das ich nach 3 Jahren wieder abgebrochen habe, um meinen Kopf freizukriegen für was anderes, hat die Nachfrage nie aufgehört. Und das Blöde halt, Nachfrage von Menschen, denen ich einfach nicht widerstehen kann. Ja, das sind meine Freunde, die gesagt haben, bitte bring das unbedingt wieder. Und so war das dann. Und seit mittlerweile 10 Jahren gibt es eine Zusammenarbeit mit einer Fabrik namens Scherz- und Schundfabrik. So heißen die wirklich. Das ist mein Sohn mit seiner Frau. Und die betreiben das. Und wir haben nach wie vor diese vertragliche Vereinbarung, sobald uns langweilig wird oder wenn wir anfangen, da erst irgendwas zu bedienen, ja, dann hören wir wieder auf damit. Also es muss auch da wirklich der Spaß und die Freude sein. Wir treffen uns jeden Monat und feiern die Verkaufszahlen. Das ist unglaublich, das Ding ist unglaublich erfolgreich, also in Wien, Oberösterreich und ich glaube Teile von Salzburg auch noch. In Kärnten schafft man es allerdings nicht, zweistellig zu werden. Also wir verkaufen immer 6 bis 8 Stück davon, und das ist ein Phänomen. Wir arbeiten daran, dass wir endlich zweistellig werden, aber einmal im Monat heben wir ein Glas Trinkalkohol und feiern die Umsätze Kärntens für MOV. Ja, das ist ja eine schöne Botschaft, da hast du ja unglaubliches Entwicklungspotenzial in Kärnten, ne? Du musst es ja so sehen. Absolut, wobei ich übe verbissen mittlerweile seit Jahrzehnten, aber es gelingt nicht. Also Kärnten wird das Hoffnungsland bleiben, ohne Hoffnung geht nichts, wie wir wissen. Gell? Also wir wünschen allen Kärnten natürlich erst wirklich viel Vergnügen mit dem MOV. Es sind insgesamt, wie gesagt, nicht mehr als 9. Na schau, sag, weißt du noch, welches Schundheftel du damals gelesen hast? Ich weiß, dass ich damals kaum Schundheftel gelesen habe, sondern es ist mir mit 13 oder so ähnlich dann einmal von einem schrecklichen Verlag in Deutschland, Rolf Kauka Verlag, ja, aufgefallen, dass der aus der belgisch-französischen Ecke plötzlich grandiose Dinge importiert, wie zum Beispiel... Wie? Alan Wilton oder wie? Nein, Asterix. Ah, ja. Asterix, ja, der wurde grässlichst eingedeutscht am Anfang übrigens, hieß Sigi und Barbaras. Nein. Also diesen schrecklichen Titel habe ich mir gemerkt, und weil ich konnte mit den Zeichnern so viel anfangen, aber mit den Texten überhaupt nichts. Das wurde, wie gesagt, in einer grauslichen Art und Weise eingedeutscht, aber es war dann halt einfach meine Bekanntschaft mit diesem grandiosen Zeichner Uderzo, der halt dann Asterix gezeichnet hat. Muss ich nicht weiter beschreiben, was dann passiert ist, also vieles von dem hat mich wirklich auch beeinflusst. Den ja der Ostbahnkurte dann auch mal ins Wienerisch übersetzt hat, den Asterix. Eine Großtat. Mhm. Ja, weil das Wienerische hat natürlich wirklich seine eigene Melodie. Und es ist unglaublich gut übersetzt vom Herrn Ostbahn. Ja, sag, du hast ja einen Kaktus Cartoon Award ins Leben gerufen. Was tut der? Das habe ich nicht. Also das tue ich mir jetzt nicht auf meine Fahnen heften, sondern das ist tatsächlich Christoph, mein Sohn, mit seiner Frau Julia. Irgendwann haben sie mal gesagt, wir wollen einen Cartoon-Preis ausloben für engagierte Zeichnung zum Thema Climate Justice und Klimagerechtigkeit, und haben das gemacht.
Und so schnell habe ich gar nicht schauen können, wann da plötzlich, ich kann es die Ziffer nicht nennen, mittlerweile kennen wir einander schon so gut, dass du für mir keine Zahlen abrufen bist, weil ich verhabe wieder genauso. Sag einfach viel. Ich sage eine Menge, sage ich jetzt. Ja, genau. Also eine Menge Zeichnungen, tatsächlich waren es wirklich, also ich kann es jetzt nicht sagen, wie viel es genau waren, aber Tausende. Ja, die diese beiden Herrschaften der Scherz- und Schundfabrik mühsamst einzeln durchgeschaut haben, eine Jury, hochkarätige Jury zusammengestellt, und diese Jury hat im deutschen Sprachraum unter meinen Kollegen wirklich für Wirbel gesorgt. Wie ist das denn möglich, dass man solche Leute in die Jury kriegt? Christoph, mein Sohn, hat das geschafft, wohlgemerkt. Ich habe die ganze Zeit gezittert, weil es gab kein Limit für diesen Preis. Jetzt muss man sich vorstellen, was das heißt, heute im Zeitalter dieser Medien. Ja. Es könnte ja sein, dass dann nicht nur jetzt diese Tausenden kommen, sondern tausende Container plötzlich vor der Tür stehen, wenn man überlegt, das südamerikanische Kollegium, das dort auch zeichnet und Cartoons zeichnet, wenn die sich zusammengeschlossen hätten, dann hätten wir wahrscheinlich Probleme gehabt. Also. Ja, vor allem, wenn man weiß, was in den südamerikanischen Containern noch drin gewesen wäre, außer die Cartoons. Da kann man davon ausgehen, dass ich keinen einzigen händisch geöffnet hätte. Auf jeden Fall ist das so gewesen. Diese ganze große Bedrohung ist nicht eingetreten. Es war relativ kultiviert, es war auch noch überblickbar. Und am Ende gab es dann Preisträger, die auch wieder von Scherz- und Schundfabrik ausgezeichnet wurden mit einem eigenen Preis. Und zwar deswegen, weil wir zusammenarbeiten auch mit Cartooning for Peace in Frankreich, also mit den Zeichnern von Le Monde, die natürlich eine andere Tradition haben und die wissen, speziell seit dem Attentat auf Charlie Hebdo, dass es engagierte Zeichner weltweit sehr, sehr schwer haben. Es muss Solidarität geben zwischen uns. Ja, manche davon sind einfach von einem Tag auf den anderen berufsunfähig geschlagen worden. Und da gibt es solche Fälle. Dänemark selbstverständlich mit Westergaard, aber nicht nur das, sondern auch in den arabischen Ländern gibt es also Vorfälle, die an der Tagesordnung sind, wo die Leute einfach mal kurz abgezogen werden und tauchen nicht mehr auf. Vorübergehend zwar, also es gibt keine wirklich dramatischen Fälle, aber um dramatische Fälle zu verhindern, brauchen wir die Möglichkeit, in unseren jetzt noch liberalen Medien diese Leute auch zu veröffentlichen. Und das ist einer der Gedanken, weswegen wir diesen Preis ins Leben gerufen haben. Deshalb lebst du auch in Linz, weil da bist du weit weg von jeder Gefahr, die in anderen Ländern offensichtlich ist. Passieren kann überall was, aber wenn ich an den Iran denke, was sich dort abspielt, mit kritischen Zeichnern, möchte ich lieber in Linz leben. Das sind diese Länder, über die ich gesprochen habe, jetzt selbstverständlich, aber man möchte nicht nur in Linz leben, sondern man muss jeden Tag die Tatsache feiern, dass wir solche Umstände haben in Europa. Ja. Das ist ganz klar. Aber es gibt auch hier, also das Böse ist immer und überall, sage ich, auch in Linz gibt es nicht nur weltoffene, liberal denkende Menschen. Es gibt sie überall, aber es ist ganz einfach so, dass wir, solange wir die Möglichkeit haben, aufrecht stehen müssen und andere ermutigen müssen, sich nicht klein machen zu lassen, sondern weiter auf diesem Weg zu gehen. Das war eigentlich ein schönes Schlusswort. Von Ihnen, meine Damen und Herren, möchte ich mich an dieser Stelle schon verabschieden, wünsche noch bis zum Ende der Stunde viel Spaß mit der Lieblingsmusik von Gerhard Haderer in unmoderierter Form und dir danke fürs Kommen, toi 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 für deine weiteren Projekte und wir freuen uns schon auf viel Scherz und Schund. Ich wünsche uns allen alles Gute. Passt. Das war eine weitere Ausgabe der Sendung mit Künstlern auf Du und Du. Wir freuen uns, wenn sie Ihnen gefallen hat und Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Oder wenn Sie auf YouTube einzelne Sendungen nachhören wollen. Das Angebot ist reichlich. Einfach YouTube mit Künstlern auf Du und Du, Gerhard Blabol, eingeben. Schon sind Sie da. Dankeschön, auf Wiederhören.